Mein Name ist Dennis und ich schiebe gerade mein Fahrrad das Erzgebirge hoch. Aber lasst mich euch doch erzählen, wie es dazu überhaupt gekommen ist. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mein Fahrrad mal wieder ziemlich voll gepackt. Heute bin ich auf dem Weg nach Leipzig, 160 Kilometer circa. Und morgen bzw. am langen Wochenende werde ich quasi das Ultra 500 fahren. Das heißt 500 Kilometer Offroad und 5000 knackige Höhenmeter. Und mal nebenbei, ich fahre heute oder dieses Wochenende auf einmal 11. Und da ich heute sehr viel Asphalt habe, wird es echt eine riesen Herausforderung, mit dem Profil und der Übersetzung, Untersetzung so viel zu fahren. Was mir jetzt noch so spontan einfällt, ich habe ja an dem Bike die Gabel tauschen lassen. Siehst du hier? Und ja, es ist eigentlich ganz witzig, die Gabel passt nicht wirklich. Es ist eine Boomtrack, keine Ahnung, irgendwas, Gravelgabel. Und ich kann eigentlich nur lenken und geradeaus fahren. Aber wenden ist halt ziemlich doof. Fun Fact vor dem Rennen mit meiner Übersetzung. Bin ich nicht nur mega langsam auf der Fläche, sondern auch mega langsam am Berg. So, einen wunderschönen guten Morgen aus Leipzig. Bin gerade auf dem Weg zum Startpunkt, zum Ultra 500. Ich habe mein ganzes Zeug nochmal ein bisschen umgepackt. Habe jetzt von Jakob die Hängematte, habe meinen dünnen Schlafsack dabei und habe mich jetzt eigentlich auf Notfallbiwak eingestellt. Das heißt, vielleicht fahre ich durch. Das dachte ich zumindest an diesem Morgen. Also, Jakob kommt halt die ersten 70, 80 Kilometer mit, was auch immer. Und kleine Kritik, der Typ ballert wie Sau. Ach, geht gar nicht. Wie gesagt, Jakob begleitet mich ein Stück. Es ist mega anstrengend für mich. Wir fahren hier 30, 40 km/h. Mir gerade ein bisschen zu viel Pace. Aber irgendwann bin ich mehr los. Hey Jakob, wie geht's dir? Gut. Baum da vorne. Und auch wenn Jakob immer viel zu schnell fährt, mega vielen Dank, dass er mich begleitet und cooler Typ, cooler Kanal, spricht Englisch, warum auch immer. Oh ja. Macht doch Sinn. Heute ein Marathon? Es ist überhaupt nicht anstrengend. Ich schwitze jetzt schon wie Sau. Pacing geht gerade wieder. Wir fahren jetzt mittlerweile zu dritt. Und ja, ziemlich geil. Macht eigentlich mega viel Spaß. So, ich habe auf jeden Fall schon mal das Gefühl, dass jeder Anstieg für mich mega anstrengend wird. Einmal wegen dem fetten Profil und einmal wegen dem fetten Fahrer. Alle bekloppt. Und ihr habt Spaß? Wir sind heute ca. 46 Leute, die mitfahren. Ich bin immer noch in der vorderen Gruppe. Und ja, spätestens am Berg wird sich das legen. Und dann kann ich mein Tempo fahren. Geschafft, mir einen Platten zu holen. Bordsteinkante läuft. Ja. Fun Fact: Jakob hat sich auch irgendwie einen Platten geholt. Schleicher. Angeblich. So, der Stauch ist gewechselt. Jetzt geht's alleine weiter. Jakob fährt wieder zurück nach Leipzig. Danke fürs Begleiten und ja, wir sehen uns. So, Klettern mit dem Fahrrad ist absoluter Rotz. Ich komme nicht so schnell voran, aber ist ja auch egal. Ich habe ja Zeit. Okay, läuft. So, ich bin gerade bei ca. 80 Kilometern im Meran, habe gerade mit Wasser aufgefüllt im Rossmann. Und ja, die ersten sind 20 Kilometer vor mir in Zwickau. Und da geht es jetzt auch hin.
Und auch wenn es seltsam klingt, dieses Brett bin ich echt freiwillig hochgefahren. Und übrigens auch vielen, vielen Dank an Mirko, der das Ding organisiert hat. Er hat ca. 2500 Kilometer gescoutet für die 500 Kilometer Strecke. Vielen, vielen Dank für die geile Orga und bis nächstes Jahr. So Freunde, Update aus dem Cockpit. Ich habe die ersten 100 Kilometer abgerissen. Bleiben noch 400. Vor allem im Nachhinein ist das Ultra 500 eine richtig, richtig tolle Erfahrung. Übrigens ist die Landschaft wieder mega, mega nice. Beim Ultra 500 erlebt man 80% Offroad und 20% Asphalt und einfach mal mega geile Abfahrten und von der Natur wollen wir gar nicht erst reden. Ich persönlich kenne ja nur Wind, Wasser und Wiese. Und da ist diese Fahrt durchs Erzgebirge einfach mal ein Highlight an sich. Und irgendwann habe ich dann auch kapiert, dass Bergen nun mal sehr oft schieben bedeutet. Und irgendwie müssen die Höhenmeter zustande kommen. Wie bitte? So, heute geht es auf jeden Fall noch auf den Fichtelberg. Überhaupt nicht anstrengend. Aber hier ist ganz schön. Mal was Positives, es geht schon wieder mega steil nach oben. Dreck an Spuren. Ja, läuft bei uns. Also läuft wirklich. Wir haben auf jeden Fall eine Bike-Wandertour. Es ist so viel Bergaufschieben, weil ja, jetzt haben wir mal schöne Waldwege, aber eigentlich geht es meistens gerade berghoch. Wir haben jetzt glaube ich 1700 Höhenmeter und 2,4, 2,5 wären es noch bis zum Fichtelberg. Regel Nummer 1, was in die Luft fliegt, fällt auch immer wieder runter, meistens bergab. So, mal ein kleines Update. Übrigens, wir haben es wirklich kurz vor Ladenschluss geschafft, zum Lidl zu kommen. Anstrengend, jetzt erstmal eine kleine Essenspause und dann geht's weiter. So, wir haben vorhin einen Umweg gemacht zum Lidl und die 14% Steigung dürfen wir jetzt wieder hochfahren. Läuft doch bei uns. So, Update aus dem Cockpit. Garmin erzählt uns was von 9-10% Steigung. Okay, ich sehe gerade den nächsten Schwimmanstieg. Läuft bei uns. So, keine 5 Kilometer sind wir bis zum Fichtelberg, bis zur Spitze. Und jetzt wieder richtig schöner Offroad-Weg. Und eigentlich geht es uns ganz gut. Mitten in der Nacht, aber läuft. Und jetzt haben wir, glaube ich, keine Ahnung, wie viele Kilometer. So, wir kommen auf der Abfahrt vom Fichtelberg. So, und wer hier denkt, es geht hier jetzt immer bergab, das dachte ich zumindest. Ja, von wegen. Jetzt sind wir bestimmt 400 Meter runtergefahren und schieben schon wieder hoch. Oh, nasse Füße und alles fahrbar. So, wir sind hier gerade auf dem Grenzflügel mittlerweile am Schieben, weil trotz angezogener Bremsen rutschen wir. Also, ja, Grenzerfahrung. Einen wunderschönen guten Morgen aus Sachsen. Ja. Hier haben wir geschlafen. Sind dabei alles einzupacken und gleich geht's weiter. Ein altes Pfadfinder-Sprichwort sagt, neuer Tag, neuer Berg. Heute Tag 2 vom Ultra, wir sind jetzt endlich losgekommen und ja, heute wieder so knapp 2500 Höhenmeter, vielleicht mehr.
Und es wird wieder ein langer Tag. Und viel Spaß. Was soll ich sagen? Sehr viele von uns haben den Track einfach mal ziemlich unterschätzt. Tag 2 war nicht nur mega warm, nein, wir hatten auch sehr viele Probleme mit Versorgungspunkten. Viel war geschlossen, vieles lag sehr weit ab vom Track. Aber, naja. Und sehr oft hatten wir Mirko seine Worte im Kopf. Es ist alles gut fahrbar. Alter! So, ist das jetzt Gravel oder ist das schon Mountainbike? Oder ist das Downhill? Willkommen bei Bike Watch. Naja, wir schieben mal wieder. Mega steil. Und gerade richtig fucking Trails mit Wurzeln, alles dabei. Und ich will nicht sagen, dass ich fertig bin, aber ja, ist schon definitiv Anspruch. Für jemand, der überhaupt keine Berge kennt, ist Meerberg auch ziemlich anstrengend. Willkommen beim Atlas Mountain Race 2.0. Also manchmal denkt man echt, das Ding wäre auf MTB geplant. Klar, hin und wieder cool. Viele Passagen, super gefährlich. Aber alles fahrbar. Es macht schon Bock meistens. Also die Sache ist halt auch, wenn du vom Flachland kommst, natürlich kennst du keine Berge. Wenn du den Tag davor gefahren bist, 3000 Höhenmeter, nächsten Tag gleich wieder, dann schreckt das dir auf jeden Fall ab. Wir motivieren uns hier auf jeden Fall zu zweit. Wir versuchen das Ding durchzuziehen. Und mal schauen. Klar, manchmal ließen die Wege ziemlich zu wild schwierig. Aber so habe ich irgendwie auch erkannt, wo meine eigenen Schwächen dich zu bilden. So, wieder die besten Mountainbike Trails. Jetzt haben wir sogar Mountainbike am Start. So, es geht mal wieder richtig krass bergab. Oder auch nicht. Das Ultra 500 ist eine Herausforderung, die einfach mal ihresgleichen sucht. Es gibt schwierige Wege, es gibt schöne Wege und nächstes Jahr wird alles einfach nur besser. Also wie ihr seht, ist das hier ziemlich wild. So, gerade war's. Mega gefährlich. Richtig fette Abfahrt, richtig Tempo, Lenker festhalten. Und auf einmal in der Kurve ist da rechts so ein fettes Loch. Und ja, Schwein gehabt. Oh, Update aus dem Cockpit. Wir haben gerade hier in Forchheim ein Dorf festgestürmt, haben Gulasch bekommen, alkoholfreies Bier. Mega. Jetzt geht's gleich weiter Richtung Seider, keine Ahnung, irgendwie nach Dresden. Es dauert noch ewig und ja, jetzt kommt erstmal eine ganze Weile nichts. So, Update aus dem Cockpit. Wir quälen uns wieder mal bergauf, was sonst. So, Essen läuft, Wasser haben wir ja auch. Die Veranstaltung ist semi abgesagt. Es haben sehr viele abgebrochen. Die Tour, die Tracks waren zu hart geplant. Es wurde viel Gelände verändert, also durch Bauforst und so weiter. Und es ist halt mega warm. Jetzt ist theoretisch erstmal der Plan, nach Dresden zu kommen. Und optional fahre ich dann weiter in der Straße nach Leipzig. Mal schauen. So, wir sind hier mal wieder mitten im Sumpf. Ja. Wir sind überall auf gute Wege und wir stehen auf das hier. So, hin und wieder gibt es auch schöne Wege, wie den zum Beispiel eben oder den. Und ja, es sind noch ca. 75 Kilometer nach Dresden. Offroad natürlich. Das heißt, keine Ahnung, wann wir da sind. So, wir haben uns jetzt alle mal direkt getrennt. Ja, ich überlege, was ich jetzt mache.
entweder an der nächsten Straße gucken, wie ich nach Leipzig komme, weil mein Schlafsack nicht bei habe. Viel zu dünn, zu kurz, ungemütlich, die Nacht war arschkalt und ja, oder ob ich doch nach Dresden weiterfahre. Aber eigentlich möchte ich ab Dresden nach Leipzig, würde vermutlich dann vielleicht heute bei Jakob schlafen wieder und morgen entspannt nach Berlin. So, wie vielleicht schon gesagt, ich beende das Ding jetzt. Ich fahre jetzt 120 Kilometer nach Leipzig, werde bei Jakob übernachten. Ja, Fazit, mega geiles Abenteuer, auch wenn manchmal sehr gefährlich. Aber es war A, jetzt der Probeläufer für die Veranstaltung. So, es gab sehr viel Feedback, das hoffentlich beherzigt wird. Aber es war ein geiles Abenteuer, es hat mega viel Spaß gemacht. Aber es muss halt mehr Waldautobahn rein, mehr Raststätten, Tankstellen, dass man auch mal dran vorbeifährt. Und ich habe heute für 67 Kilometer 9 Stunden gebraucht mit nur 1400 Höhenmeter. Und es ist halt einfach ziemlich, ziemlich hart. Sehr viele haben abgebrochen, ich jetzt auch. Einfach mal, weil mein Schlafsack nicht so gut ist, wie ich dabei habe. Ich die Nacht nicht gut geschlafen habe. Mein Rad und 20.000 andere Ausreden. Aber ich freue mich trotzdem auf nächstes Jahr. Es war ein mega geiles Abenteuer. Und ja, wir sehen uns vielleicht nochmal. Und manchmal schafft man es auch nicht mehr, sich gegenseitig zu motivieren. Man hat keine Lust mehr und sagt sich, okay. Das war's. Das Leben ist keine asphaltierte Straße. Es läuft nicht immer alles so, wie man will. Aber trotzdem werden wir nächstes Jahr wiederkommen und das Ding einfach mal rocken.